Maizeitbüro ist euer Silvester-Freak-Marder am Start. Ja, heute mal die Raketen von Garo, und zwar das Strong Pack. Hier haben wir eigentlich 5 Stück enthalten, aber dadurch, dass ich schon mal eine getestet habe und ja, die Aufnahme sehr, sehr schwierig und beziehungsweise scheiße hier ist, muss ich das jetzt leider nochmal neu machen. Ja, also normalerweise wäre noch eine blaue mit drin und ja, sie war auch blau und knippelharter Zerleger auf jeden Fall. Aber ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine neue Rakete, gucken uns aber die erstmal genau an. Wir haben hier, glaube ich, 20 Gramm, genau hier steht es dann da vorne gleich groß drauf. Also das Set hat insgesamt 100 Gramm mit 5 Raketen. Wir gucken hier hinten nochmal drauf, hier CE, alles am Start, hier von Garo. Ja, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal die rote. Das ist echt ärgerlich, dass das ein bisschen schief gegangen ist, aber was soll jetzt, holen sie einfach mal raus. So sieht sie aus, Garo R20 Raketen, 20 Gramm. Hier können wir nochmal gucken, 20 Gramm Rakete, CE Nummer, alles da, die ganze Sache, natürlich in F2 eingestuft, so sehen sie aus. Ja, und dann würde ich gerne die rote jetzt für euch nochmal testen, um einfach euch mal ein kleines Bild zu machen, die Dinger sich nun, ja, ja, loben sich zu kaufen, sag ich mal, kosten so ungefähr 9 bis 10 Euro 5 Stück, ist vom Preis her ganz geil und nicht zu teuer, aber man muss ja selber den wissen, beziehungsweise ihr müsst es ja wissen, ob die euch das wert sind oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir testen die rote und wünsche euch wie immer viel Spaß und los geht's. R20 Red Star. Jedenfalls knippelharter Zerleger, unfassbar. Wenn sie noch bekommt, schlagt auf jeden Fall ordentlich zu. Leute, Wahnsinn. Ja, haut rein, zum nächsten Video. Also, das ist der VKD.